Und in unserem Tagesgespräch begrüße ich jetzt Hans-Peter Bartels, SPD-Mitglied. Er war Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages, kennt sich also aus mit der Bundeswehr. Herr Bartels, wie zufrieden sind Sie denn mit der Entscheidung, jetzt Geparden an die Ukraine zu liefern? Das ist jedenfalls ein Symbol, das zeigt, dass Deutschland mehr tun will als bisher. Aber wir müssen nicht glauben, dass sich das sofort auswirkt, denn diese 50 Geparden sind seit 10 Jahren eingelagert, möglicherweise auch für andere Länder als Ersatzteillager genutzt. Also man wird die erst aufarbeiten müssen, dann daran ausbilden. Also jetzt sofort wirkt sich das gar nicht aus in der Ukraine, aber das Symbol ist wichtig. Man hat ja uns wochenlang, wenn nicht monatelang gesagt, sowas könne man gar nicht an die Ukraine liefern. Da müsse ja, das könne der Ukrainer sozusagen der Soldat nicht bedienen. Das sei ein schwierig zu bedienendes Gerät. Der Gepard gilt als besonders schwierig zu bedienen. Wie kann das jetzt zusammenpassen? Also besser wäre gewesen, wenn man schon vor 2 Monaten sich entschieden hätte, dass auch so etwas wie der Gepard in die Ukraine abgegeben werden kann. Dann hätte man diese 2 Monate jetzt nicht verloren. Aber in der Zeit, in der die Geparden aufgearbeitet werden, wird sicher auch die Ausbildung funktionieren. Also wenn diese Flugabwehrkanonenpanzer in die Ukraine gehen, dann wird das Personal sicher daran ausgebildet sein. Sie sagen, besser wäre gewesen früher. Das hat ja Ihr Kanzler verhindert. Das ist also eine Kritik an Olaf Scholz von Ihnen. Habe ich das richtig verstanden? Insgesamt wäre es besser gewesen, wenn man nicht scheibchenweise sich erst dazu entschlossen hätte, der Ukraine mit Waffen und dann auch mit substanzielleren Waffen zu helfen. Die Ausgangsposition war ja gar keine Waffen in die Ukraine vor Beginn des Krieges, dann in der sehr wuchtigen und eindrucksvollen Regierungserklärung von Olaf Scholz 3 Tage nach Ausbruch des Krieges die Kehrtwende. Jetzt doch Waffen in die Ukraine aus Beständen der Bundeswehr. Das war sicher hilfreich. Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrraketen. Aber die Ukraine braucht natürlich kontinuierlich eine Unterstützung aus dem Westen, auch von Deutschland und gegebenenfalls natürlich auch aus Beständen der ziemlich gebeutelten Bundeswehr. Jetzt sind Sie auf der einen Seite, da auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel Herrn Mützenich, Herrn Scholz. Können Sie uns das erklären? Wie passt das denn zusammen? Es gibt in der SPD-Bundestagsfraktion unterschiedliche Strömungen. Die einen sehen es skeptisch, dass man die Ukraine substanziell mit Waffen ertüchtigt, die dann erkennbar sind, auch als Waffen aus Deutschland. Da mag noch eine gewisse Romantik aus der Zeit der Entspannungspolitik mitschwingen. Die Zeiten sind aber inzwischen, und das hat Olaf Scholz selbst ja sehr, sehr deutlich gemacht, sind inzwischen andere. Es ist eine Zeitenwende. Wir haben es mit einem Russland zu tun, das aggressiv auftritt, und einer Ukraine, die sich verteidigt, um ihre Existenz zu retten. Also alles, was wir jetzt für die Ukraine tun können, ist letztlich auch für die Freiheit des Westens relevant. Und diese Haltung gibt es natürlich in der Koalition auch sehr stark. Und das setzt sich jetzt ja auch durch. Also natürlich kann man mehr liefern als nur Handwaffen. Haben Sie das Bedenken, dass das auch sozusagen nach außen Schaden bringt, international auch und in Deutschland, diese ständigen Veränderungen der Position Ihrer Fraktion? Also dieser Schaden ist sicher schon da, wenn man das internationale Bild sieht, auch die Debatte in Deutschland. Das könnte ja etwas eindeutiger sein. Nur ist es nicht so, dass Deutschland nichts tut. Aber Deutschland ist eben das wichtigste Land in Europa, das größte Land in Europa, die zweitstärkste NATO-Nation. Also man schaut schon darauf, wie Deutschland der Ukraine hilft. Und die Entschlossenheit scheint also mit der Dauer des Krieges immerhin zu wachsen. Nun kann man ja auch die anderen Argumente der anderen Seite nachvollziehen, die sagen, jeder solcher Schritte bringt uns näher an vielleicht einen dritten Weltkrieg. Was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht, was Putin plant, und ich weiß nicht, ob jemand weiß, was in Putins Kopf vorgeht. Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr, verstehen zu wollen, was die putinschen Kriegsziele genau sind, wo seine roten Linien sind, was er genau anstrebt, wann er Schluss machen will, ob es noch eine unabhängige Ukraine geben soll, ob die Ukraine das letzte Land ist, das er überfällt. Da wir das nicht wissen, müssen wir uns, glaube ich, wirklich darauf verlassen, jetzt das zu tun, was wir für richtig halten. Und das heißt, der Ukraine bei ihrem Verteidigungskampf zu helfen, ohne selbst Kriegspartei zu werden. Gibt es da noch was, was wir dann weiterhin tun können? Also jenseits der Geparden noch weitere schwere Waffen, die in den Beständen liegen, in Rüstungsunternehmen oder in der Bundeswehr, die wir abgeben können?
Also es ist ja gleich nach Beginn des Krieges einiges in einer Art Inventur zusammengetragen worden, was lieferbar wäre. Je später man sich entscheidet, desto länger dauert es natürlich, bis das kommt. Also von Marder-Schützenpanzern bis zu, ich weiß nicht, ob das noch hilfreich sein wird, Leopard 1-Panzern. Das ist nun wirklich eine sehr alte Generation. Aber wenn die Holländer zum Beispiel Panzerhaubitze 2000, ein deutsches System, den Ukrainern anbieten und wir Deutsche dafür dann Ausbildung versprechen, dann fragt man sich natürlich schon, warum wir von unseren Artilleriebeständen nicht auch einige Geschütze abgeben können. Also ich glaube, alles, was sofort funktioniert, hilft. Und was die Holländer können, können wir letztlich mit derselben Technik auch. Das ist dann nicht speziell deutsch, sondern das sind dann Hilfsleistungen aus europäischen Ländern. Also ich glaube, es gibt schon das eine oder andere, was wir noch zusätzlich tun können. Und das wird sicher in den nächsten Tagen und Wochen auch kommen. Darf ich Sie noch um eine kurze Antwort bitten auf die Frage Sondervermögen? 100 Milliarden sind der Bundeswehr versprochen. Das ist ja eine sagenhafte Summe. Glauben Sie denn, damit werden wir dann auch verteidigungsfähig sein und on top jeglicher technischen Entwicklung, die es in den Waffensektoren gibt? Also wenn das Geld jetzt schnell kommt, und das ist ja nun angedacht, bis zu den abschließenden Haushaltsberatungen im Juni das unter Dach und Fach zu haben, dann ist das eine enorme Hilfe für die Bundeswehr. Diese 100 Milliarden sind etwa der Fehlbetrag, den es braucht, um das anschaffen zu können, um die Modernisierung vorzunehmen, die wir der NATO versprochen haben. Und zwar eine Bundeswehr, die bis 2031, das ist ja nun nicht ganz nächstes Jahr, also bis 2031 voll einsatzbereit ist. Vielleicht schaffen wir das schneller, weil dieses Geld ja nun innerhalb der nächsten 5-6 Jahre ausgegeben werden soll. Vielen Dank. Hans-Peter Bartels war das, der ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages.